Hey Enrico. Hey Michi. Nochmal. Hey Enrico. Hey Michi. Supergen TV. Supergen TV. Die nächste. Die nächste. Schöne Gitarre hast du da dabei. Ja, ich habe es tatsächlich gewagt. Ich habe jetzt, glaube ich, bestimmt schon 2 Jahre überlegt, ob ich das tun soll oder nicht. Eine Gitarre kaufen. Oder die, diese. Die Gitarre kaufen. Okay. Weil, ich habe immer gedacht, das kann nicht funktionieren. Okay, das ist was Besonderes, oder? Die Gitarre ist was Besonderes. Das ist eine Hybrid-Gitarre. Okay. Das ist Akustik-Gitarre und E-Gitarre in einem. Oh, wow. Okay, außerdem tut sie so ein bisschen wie so eine Halbakustik, ne? Genau, ja. Schon heißt, das ist die ist hohl, also die hat hier praktisch so wie F-Löcher. Ja, es ist wie eine Semi-Akustik. Okay. Und hat die hier einen Block, der Decke verbindet? Ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ah, okay. Ob die einen Block hat oder nicht. Okay. Auf alle Fälle ein Steg wie eine Akustik-Gitarre. Stimmt. Ja, und mit den Pins. Genau. Mhm. Und ich habe jetzt ziemlich lange überlegt, weil mir jetzt oft genervt bei Gigs, wenn ich oft zwischen E-Gitarre und Akustik hin und her wechseln muss, okay, dann war das irgendwie stressig und natürlich eigentlich will ich schon, ich will schon eine Akustikgitarre spielen, die eine Akustikgitarre ist. Eigentlich ist das die beste Option, ne? Das wenn macht man Akustikgitarre auch spielt, Akustikgitarre zu spielen. Eigentlich schon. Ja, es macht doch irgendwie, es ist einfach anders, wenn man so ein Ding hat. Das stimmt. Also tatsächlich wüsste ich jetzt nicht, ob ich das jetzt mehr in Richtung E-Gitarre oder Akustik einordne. Also es ist eine Semi-Akustik, eigentlich eindeutig, oder? Ja, würde ich auch sagen. Klingt auch, wenn man sie jetzt trocken anspielt, wie man es von einer Semi-Akustik... Ja. Kannst du mal einen Ticken lauter? Ja, das stimmt. Und sag mal, hast du jetzt E-Gitarren oder A-Gitarrenseiten drauf? Das sind ganz normale E-Gitarrenseiten. Elfersatz, Elixierseiten sind da drauf. Und das sind E-Gitarrenseiten, sodass man eben auch benden kann auf dem Ding. Okay. Dass man auch, eigentlich spielt sie sich wahnsinnig komfortabel auch mit den Elferseiten. Normal habe ich ja Zehnerseiten auf einer E-Gitarre. Ja, okay, also so ein Kompromiss an die Akustikgitarre, dass du ein bisschen härteren Satz... Genau. Ich habe jetzt noch keinen Zehner probiert eigentlich, könnte man mal machen. Mal Zehnersatz drauf tun, wie das dann ist. Aber ich fand es eigentlich schon sehr komfortabel zu spielen. Möglicherweise sind die Zehner tatsächlich zu leicht. Ja, also für mich ist Zehnersatz, wenn ich jetzt Akustik spielen will, ist es mir zu wenig, es ist so lapprig einfach. Zu weich irgendwie. Zu weich alles, ja. Lange habe ich mit Zwölfer gespielt. Und jetzt habe ich eigentlich den besten Kompromiss auch mit dem Elfer. Auf der Martin ist ein Elfersatz drauf. Das fühlt sich gut an. Ja, die Zwölfer, sie klingen natürlich noch ein bisschen satter, aber das ist schon ein Spielgefühl und einfach vom Spiel her ist es schon angenehm gell, mit Elfer. Ja, also das bisschen, was man gewinnt an Ton, vielleicht auch ein bisschen Lautstärke, das nehme ich in Kauf dafür, dass ich es ein bisschen leichter habe zum Spielen einfach. Geht mir auch so, auch bei der E-Gitarre. Ich strumme auch gerne ohne Pick. Genau. Also einfach nur mit den Fingern. Es hat einen ganz eigenen Klang. Und da finde ich, ist es sehr angenehm mit den Elfern. Ja. Aber mit den Zwölfern ohne Pick zu strummen ist schon... Ich habe auch wieder einen Fingernagel. Ist der... Der ist bei der Parmesan. Weil er auf der Parmesanreibe hängen geblieben. Das kenne ich. Als Italiener ist Parmesanreiben lernt man noch vor dem Gitarre spielen in Italien. Noch vor der Einschulung weiß das italienische Kind, wie man... Unbedingt. Ja. Das ist essentiell. Und kenne ich. Also über Nägel und Nagelpflege, glaube ich, können wir ein eigenes Kapitel. Dringend, der da bist ja du total. Ich schaue bloß immer, dass es irgendwie einigermaßen, aber es ist schwierig. Ich habe total weiche Fingernägel und habe, das ist echt ein Problem. Und inzwischen habe ich meine Strategien, was ich da alles draufklebe, damit das dann auch eine Zeit lang hält. Das wird sehr interessant. Das werden wir uns gleich mal aufschreiben. Und zurück zu der sehr schönen Farbe. Ja, ich wollte... Gleich jetzt rot, nicht so mein Ding. Ich wollte aus irgendeinem Grund diese Ahorndecke
Ja. Das fand ich irgendwie cool. Und ich habe natürlich wieder gelesen, man liest ja überall, dass die nur irgendwie, ja, also die behaupten alle, die Gitarre gibt es mit verschiedenen Decken und die behaupten, dass die auch alle anders klingen und naja, Ahorndecke, okay, mal schauen. Gut, ja. Also sind auf jeden Fall ein ganz ausgesuchtes Deckenmuster. Cooles Teil. Also. Hier ist, aber das ist auf beiden Seiten, sieht man auch längs, eine leichte Längsmaßung. Ja. Genau. Schön, ganz schön, ja. Ja, und jetzt habe ich eben, ich war immer wieder beim Testen, da gibt's, die gibt es auch in groß. Also gibt es noch ein größeres Modell, die T5, die ist noch mehr wie eine Akustikgitarre. Offenbar. Und das ist, das kam vor ein paar Jahren jetzt raus, in einer kleineren Version, die angeblich so groß ist wie eine Les Paul ungefähr. Die hat auch Jumbo-Bünde, im Gegensatz zu anderen, die ist einfach ein Akustik-Griffbrett hat mit niedrigeren Bünden und auch schon bei der Griffbrett-Radius ist auch anders bei der, dass das eigentlich mehr für E-Gitarristen ist als die andere und naja. Auf alle Fälle, die kam jetzt irgendwie daher und habe dann jetzt echt, weil auch die Farbe so super war, ich gesagt, die nehme ich jetzt und probiere es aus. Meine Frau hat mir sogar dazu geraten, die hat gesagt, hey, weil das ist aus dem Laden und die durfte man 30 Tage wieder zurückgeben. Und dann habe ich gesagt, dann hat sie gesagt, hey, das ist ja, passt schon. Super Frau. Du hast sozusagen die Erlaubnis gekriegt. Ich habe die Erlaubnis gekriegt, das zu machen. Okay. Und habe es getestet und bin tatsächlich ziemlich... Wenn du eigentlich Gitarren kaufen willst und... sagst du dann deiner Frau, ich kaufe jetzt eine Gitarre oder machst du es so wie ich, sagst du dann so, ja, also, ach, da ist was Neues, das brauche ich bestimmt nicht. Das ist so, wie wenn es heißt, es gibt keine Steuererhöhung. Dann weiß man schon, auweia. Ja? Und die Taktik habe ich angewendet. Und dann, nee, die brauche ich nicht. Ne? Und dann nach einer angemessenen Zeit erwischt sie dich immer, wenn du zum, auf dem iPad mal guckst und so. Na, ich schau mal, es ist doch, vielleicht ist es, und irgendwann mal kriegt man den Segen und darf sie kaufen. Ja. Ich glaube, das Spiel ist ja auch sehr stark für einen selber. Ja. Also mir geht so, dass ich selber, weil du bist ja sowieso, denkst, wow, wie geil, das ist ja ein Hammer, super Teil, ja. Oder wie bei der, da habe ich immer gedacht, interessant, aber das kann nicht gehen eigentlich. Ja. Ich meine, wie soll das gehen? Ich bin total gespannt auf die so Hörbeispiele, ne? Was das machen wir jetzt mal, ja. Aber, aber die Strategie kenne ich von mir selber auch, dass ich selber dann immer denke, boah, ja, entweder, nee, das ist, und dass man dann selber so, das ist echt ganz interessant, die Psychologie des Gitarrenkaufs. Überhaupt der ganzen Teile. Bei Amps ist ja nicht anders. Ja. Ich schaue nur mal, ob es einen gebrauchten, Nee, jetzt gehen wir mal zu diesem Ding. Ja. Also erklär ganz kurz, was ich rausgefunden habe bis jetzt über das Teil. Das Ding hat tatsächlich drei verschiedene Pickups. Okay, ich sehe nur einen. Man sieht erstmal nur den da. Das ist so ein Soapbar-ähnliches Teil, oder? Das ist aber offensichtlich ein Humbucker. Gesteckter Humbucker. Okay. Der ist so wahrscheinlich, ich denke jetzt mal, dass die übereinander liegen. Ja, natürlich. Ja. Dann ist was abgefahrenes, nämlich hier unter dem Griffbrett gibt es auch ein Pickup. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Okay. Das ist, glaube ich, auch das System, das die in den normalen Akustikgitarren haben. Okay. Da ist hier unten drunter ein Humbucker. Okay. Wie auch immer das funktioniert. Naja, klar, also Induktion ist ja dann, funktioniert ja auch unter dem Griffbrett. Offensichtlich. Wenn der Abstand nicht, aber es scheint ja nicht irgendwie zu weit weg zu sein. Ja. Genau. Und hier ist so ein Sensor für die Decke. Hier irgendwie so. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen, das kann man zum Beispiel nur den, also ich habe jetzt gerade auf der ersten Stellung, da ist der zusammen mit diesem Sensor. Okay. Ja, jetzt kann ich den mal, nur den hier nehmen in der zweiten Stellung, dann ist das weg. Ja, und hier hört man so ein bisschen Body, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Mikro ist oder irgendwas, auf alle Fälle nimmt der was aus. Und ist da auch noch Piezo? Nee, ist kein Piezo. Ach was. Ne, ist kein Piezo, ist nur das Ding. Also das heißt, einmal Humbucker, zweimal Humbucker und hier irgendwas. Was genau, unter der Brücke oder was hinten. Okay. So ein Sensor. Und ich glaube, das ist das System, was die auch in den Taylors haben. Glaube ich. Ja. Aber jetzt hören wir das mal an. Das ist nur jetzt mal in so ein, es ist nur ein DI-Sound mit so einem Hall drauf. Okay. Das ist der Akustik-Sound. Jetzt alles flat. Also flat. Das ist ganz cool. Die Mittelstellung ist hier von den Putties. Ja. Und da kann ich wirklich mehr und weniger geben.
wie bei einer Akustikgitarre. Okay. Und das ist ganz witzig für die E-Gitarren-Sounds eigentlich, weil bei der E-Gitarre ist man das ja anders gewöhnt. Also ein Poti funktioniert irgendwie anders bei der E-Gitarre. Ja. Aber mal schauen. Das ist der E-Sound. Schau mal. Okay, das war der E-Gitarren-Sound. Nee, das war der Akustik-Gitarren-Sound. Ich wollte gerade sagen, also das hab klang... E-Gitarre gesagt? Ja, du hast E, aber ich habe mir schon gedacht, weil das klingt natürlich viel näher an einer Akustik-Gitarre als an einer E-Gitarre. Hat auch nicht diesen unangenehmen Piezo-näselnden Sound, finde ich sehr gut. Ja. Also es ist natürlich eine Gitarre, man kann jetzt nicht erwarten, dass man jetzt hier mit der alten Martin sitzt. Es ist halt ein Kompromiss immer, ne? Es ist eine andere Geschichte. Ja, ja, ja. Aber ich fand jetzt im Bandkontext, ist es wirklich überzeugend. Ja. Und macht Laune. Ja, ja. Wobei, die Psyche spielt ja immer eine totale Rolle. Ja? Total. Und, auch wenn die Bandkollegen dich dann anschauen und du spielst gerade Akustikgitarre auf einer Gitarre, die eigentlich eher aussieht wie eine E-Gitarre, dann, ich glaube, die gucken dann erstmal und sagen, echt? Also das geht auch selber bei einem natürlich nicht aus dem Kopf. Weil du denkst ja, das ist E-Gitarre. Ich war ja schon immer eher der Pragmatiker zum Teil, was das angeht. Mhm. Das heißt, ich spiele eben auch den Camper dann live, wo jeder andere sagt, nicht immer, aber bei sowas zum Beispiel finde ich es wahnsinnig praktisch, weil E-Gitarre und Akustikgitarre mit einem Setup ist schon unschlagbar manchmal. Wir haben ja schon mal über die Vorteile gesprochen. Ja. Und witzigerweise, glaube ich, ist es tatsächlich so, wenn also andere Gitarristen, die sagen dann eher mal, ja, ist ja komisch so mit dem Teil. Mhm. Die anderen Mitmusiker, auch der Keyboarder oder so, außer er ist der totale Vintage-Freak, die sagen alle, hey, klingt super. Die müssen Start sein, die haben ein Keyboard und da kommt Orgel raus, dann kommt wieder E-Piano raus, dann kommt ein Akustikpiano raus, aber spielen tun sie immer die gleiche Mühle, ne? Die haben das Line 6 Ding schon seit 30 Jahren eigentlich. Eben. Kenne kaum einen, der mit der B5 noch rumläuft, ne? Selten. Mhm. Ja, selten. Ja, gut. Ja, gut. Also das war jetzt mal Akustik. Genau. Jetzt wird es auch interessant, weil ich meine... Findest du, ja. Also ich kann ja mal sagen, für was ich es jetzt mittlerweile benutze, ja. Mhm. Weil also hier gibt es so einen Fünfwegschalter und nur der erste ist, da ist dieser Body-Sensor an. Alle anderen sind eigentlich E-Gitarren-Positionen jetzt. Nur der erste ist Akustik-Gitarre. Okay. Und der zweite ist praktisch nur dieser Humbucker hier vorne. Okay. Und was ich da... Also habe ich auch in anderen Videos gesehen, dass Leute dann eigentlich einen guten Jazz-Sound rausbekommen. Okay. Aber wir sprechen schon von E-Gitarre jetzt, ne? Wir sprechen jetzt von E-Gitarre. Genau. Okay. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich spiele mal mit diesem, wie bei einer Jazz-Gitarre, den kann man auch mal über ein AER spielen, über so ein Akustik-Amp oder so. Mhm. Jetzt spiele ich den mal einfach zum Spaß über dieses Akustik-Profile, das hier drin ist. Ja. So klingt das immer noch ziemlich akustisch, finde ich. Eigentlich ja, das stimmt. Hat immer noch so, wenn ich jetzt aber die Höhen runterdrehe und den Bass, habe ich gesehen bei diesem Taylor-Typen, der das vorführt, der macht dann. Da kann ich. Eigentlich, ich kann sogar in der Big Band setzen, habe ich mich hingesetzt und habe dann so geschrubbt mit dem. Weil ich hatte ewig immer rumprobiert, wie kriege ich eigentlich jetzt in der Big Band zum Beispiel so einen Sound, so einen Schrubb-Sound, der immer noch ein bisschen akustisch ist. Ja. Nicht so ein E-Gitarren Wes Montgomery-Sound, den kannst du eigentlich nicht so richtig gut brauchen, da, weil der kommt nicht durch. Das ist. In der Big Band mit 20 Leuten brauchst du irgendwas, was eigentlich wie eine akustische Jazzgitarre klingt. Ja. Und das fand ich ganz witzig. Das hat hier tatsächlich einigermaßen funktioniert. Das hat mir gut getaugt. Klingt. Das ist ja auch, man muss sich auch lösen von der Vorstellung,
jetzt spiele ich eine E-Gitarre, muss über ein E-Gitarren-Amp laufen, jetzt spiele ich eine Akustikgitarre, muss über ein Akustik-Amp, also wobei Akustikgitarre und E-Gitarren-Amp ist keine gute Kombination. Ja. Aber tatsächlich E-Gitarre über ein Akustik-Amp, also das habe ich auch mit meinem AR gemacht, da hat man ja so einen Polyton-ähnlichen Sound, so, so George Benson-mäßig kann man da gut hin, ne? Genau, es ist wirklich, also besonders jetzt in der heutigen Zeit mit diesen Dingen, da kannst du alles ausprobieren, was geht. Ja, genau. Also wir können jetzt den gleichen Sound, das mache ich über ein E-Gitarren-Amp hören und auch. Das macht echt Laune, weil du sitzt, man muss sich natürlich verabschieden von dem Gedanken, dass ich jetzt so da sitzt und so mit der dicken L-Pfeife. Und ich höre immer noch diesen akustischen Anteil irgendwie und das taugt mir. Nicht so sehr der E-Gitarren-Sound, vielleicht ist es aber auch nur, wenn man selber spielt, hört man es gar nicht so richtig, wenn man zuhört. Was denkst du? Also ich höre jetzt einen deutlichen Unterschied zu dem davor, über den Akustik-Amp sozusagen. Jetzt klingt es voluminöser, jetzt klingt es mehr nach E-Gitarre. Ne? Aber ich habe ja auch schon viel in Big Bands gespielt. Da ist es tatsächlich so, ich glaube, dass der Sound, den du davor hattest, sich etwas besser durchsetzt als dieser voluminöse Sound. Ja? Der ist natürlich, wenn man alleine spielt, hat man das Gefühl, ja, man füllt den Raum mit Sound, aber im Kontext mit der Big Band, da überschneiden sich wahnsinnig viele Frequenzen und dann geht man unter mit so einem bauchigen Sound eigentlich. Ne? Das ist auch die Sache. Man muss immer sich vorstellen, natürlich, wenn man zu Hause sitzt und das dann spielt, dann denkt man, okay, weiß nicht genau. Das funktioniert dann nicht immer erst in der Band oder es ist wichtig, dass es dort dann funktioniert. Man muss es auch letztlich ausprobieren. Jede Band hat auch ihren eigenen Sound. Ja, das hängt ja vom, was für ein Schlagzeuger ist da, was für ein Kit spielt der. Der Keyboarder, wie sind seine Sounds? Hat er die Sounds optimiert für den Live-Betrieb oder sind es Keyboarder, die vielleicht nur die Standard-Sounds nehmen, die da sind? Die sind total überladen mit vielen Effekten. Ja. Aber wir haben das Glück ja mit Keyboardern zu arbeiten, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, ja auch die Sounds eben für live zu optimieren. Die funktionieren wiederum im Studio nicht so gut, weil auf einmal sind die sehr sägend und sehr... Aber live setzt sich alles wunderbar durch. Und so, glaube ich, ist es auch mit dem Sound, den du davor hattest. Ja, aber wenn man so alleine spielt oder eine kleinere Besetzung, macht das irgendwie Laune. Ja, total. Klingt. Und jetzt kann man eben anfangen, dass man... Natürlich jetzt die Mischungsverhältnisse dann ein bisschen ändert, oder? Ja, genau. Du kannst jetzt eben hier, dann ist es deutlich, also nicht mehr so voluminös und jazzig, wenn du den Bass wieder runterdrehst. Okay. Aber jetzt habe ich so einen Sound, wo ich auch vielleicht gut durchkomme, auch in einem Jazz-Solo, das irgendwie mit größerer Besetzung ist und mal so ein bisschen so, ich muss immer an diesen Pizzarelli denken. Der hat so einen ähnlichen Sound auf der Jazzgitarre, finde ich. Das ist der ist eher akustisch, nicht so fett, aber irgendwie lässig. Vielleicht eher was man mit so einem Floating Pickup dann bekommt. Bekommt, ja, durchaus. Und jetzt kann man eigentlich schon anfangen, die Zerre mal einzuschalten, weil auch das ist eigentlich ein Halshandbacker. Du kannst auch verzerrt spielen. Okay. Und was man nicht machen darf, was ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert habe, aber es geht, das pfeift die nicht. Hölle. Jetzt wenn du natürlich wenn du den hast, mit dem Ding, das habe ich zweimal gemacht und dann nicht mehr. Da war die Bühne leer. Die Kollegen pfeifen höllenmäßig. Allerdings, verdammt, irgendwas, der Mischer vorne. Dann bin ich drauf gekommen, dass das natürlich höllisch pfeift, wenn du diesen Sensor da anhast. Das sollte man das darf nicht machen. Sein. Okay. Ja. Haben wir das jetzt überprüft nochmal kurz? Genau. Ja, okay. Ja, jetzt kann man so einen leicht angezerrten Sound mal nehmen und dann... Ich würde ihn jetzt bezeichnen als eher Hals-Hamburger-lastigen, voluminösen... Genau. Ja.
Weniger der jetzt Steganteil höre ich kaum. Genau, weil das ist jetzt tatsächlich der Hambacher hier vorne. Das ist der hier da vorne, okay. Ja. Kann man auch mal ein bisschen mehr Saft geben. Und das finde ich schon echt sehr witzig, dass du mit dem Ding jetzt auch, weil die Bespielbarkeit auch so ist, dass du jetzt auch eigentlich E-Gitarren-mäßig spielen kannst. Das ist sehr witzig. Den benutze ich jetzt zwar allerdings nicht so wahnsinnig oft als verzerrten Sound, aber aus irgendeinem Grund ist jetzt der nächste, also der erste war der Akustik, der zweite ist nur der Hals und das ist nur der Steg. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ja? Oh, weil hier hinten sind die Zwischensounds. Ich hab zwei Sounds, die beiden zusammen, ja? Ja. Und zwar einer ist seriell und der andere ist parallel. Okay, ja. Und was hättest du lieber gehabt dann, weil du gerade... Nee, weil normalerweise, wenn man Steg-Pickup will, dann tut man halt ganz nach hinten, oder? Das meinst du, verstehe. Ja, genau, natürlich. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das jetzt der Steg-Pickup ist. Das ist auch ein bisschen für die Praxis ein bisschen unglücklich, ja, weil das Gefummel da, welche Stellung da, bei dem Zack irgendwie und Solo. Das ist ja normalerweise immer das, geben wir alles und Zack. Jetzt, und das, ist, das ist man so gewohnt. Ja, das finde ich ein bisschen komisch, da dass der... Aber, mein Gott, was auch immer der Grund... sein mag dafür. Nicht drüber nachgedacht, wie Gitarristen wirklich vielleicht auf der Bühne. Ja. Aber langsam ist so ein bisschen raus, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Steg-Sound. Das macht echt Laune, finde ich. Ja, hier kann man auch. Okay. Was halt witzig ist, du spielst eine Gitarre mit so einem Steg und es fühlt sich ein bisschen weicher an irgendwie. Ja. Es ist irgendwie wie wenn du mit einer Akustikgitarre plötzlich verzerrt spielen würdest. Okay, oder so. Rock'n'Roll mit der Akustik. Und wie ist denn, weil du sagst, die fühlt sich, wie fühlt sich eigentlich der Hals an? Ist das, was ist das für ein Shaping? Würdest du sagen, also ich habe sie vorhin in der Hand gehabt, fühlte sich schmal an. Also nicht, man hat nicht einen Klotz in der Hand, ne? Nee, nee. Wie man unter Umständen mit einer richtigen Akustik ist ein bisschen. Und man fühlt sich sofort zu Hause, hatte ich das Gefühl. Ja. Also, wie ich die gespielt habe, okay, kann ich sofort zum Gig fahren. Muss man sie nicht erstmal eingewöhnen oder irgendwie kämpfen oder so. Ich würde sagen, es ist wie ein bisschen schmalerer Les Paul-Hals. Nicht super schmal, aber so Les Paul-artig. Ja. Ein modernerer Les Paul-Hals, so in der Art, würde ich jetzt mal sagen. Aber, ja, also witzig ist eben, was ich jetzt ganz oft benutze, ist, oder was immer wieder vorkommt, dass ich irgendwie akustisch sage. Ah, der gefällt mir gut, wirklich. Und sofort rüber. Zum verzerrten Solo. Das ist natürlich irgendwie völlig. Das ist mit also weder mit der Akustik noch mit der E-Gitarre gleichermaßen irgendwie zu machen. Ne? Und auch die beiden hinteren Positionen gefallen mir auch gut. Zum Beispiel die da, die vierte, das sind die beiden parallel. Und das hat, erinnert mich so ein bisschen an eine Tele. Okay, lass mal hören. Okay, es näselt schon ein bisschen. Ja? Ja, ein klein wenig so. Ist irgendwie. Und die andere Zwischenstellung wäre. Die beiden Serie. Ist ein bisschen fetter. Vielleicht mehr so Richtung. Zwei Humbucker, Zwischenstellung versus zwei Single Coils. Irgendwie so vom Sound her. Also würde man jetzt ein bisschen funky Gitarre spielen müssen, dann wäre das so eine Zwischenstellung, die, das wäre prima. Zum Beispiel. Apropos Funk-Gitarre. Jawohl. Ja, es gibt ja was Neues zu berichten. Es gibt was Neues zu berichten. Ja, wir haben nämlich schöne Jam-Tracks vorbereitet. So sieht's aus. Ach, acht Titel.
Funky Style zum drüber improvisieren, zum Ausprobieren, was man für Skalen über welche Akkorde spielen kann. Da werden wir auch noch ein paar Videos machen, dann was man da drauf spielt. Da werden wir ein paar Videos machen. 10 Minuten pro Titel mindestens. Ja. So dass man also getrost seine ganze Übungsroutine da auf so einem Jam-Track machen kann. So sieht's aus. Und wir haben uns eine ganz tolle Band dazu reingeholt. Oh ja. Das ist nämlich alles live eingespielt. Das ist nichts programmiert, das ist nix tatsächlich live gespielt von einer Hammerband. Ja. Weil eigentlich, weil wir selber Jam-Tracks wollten, oder? Genau. Wir haben keine mehr gefunden. Wir haben die Festplatte ist schon voll. Der ist total. Aber wir waren immer noch nicht zufrieden. Ja. Und da haben wir uns gedacht, ey, laden wir doch die Jungs ein und machen mal ein bisschen Funky-Session. Mhm. Und rausgekommen sind 8 Titel, wo wirklich jeder Zeit hat, über die gängigen Akkordfolgen mal die verschiedenen Skalen auszuprobieren und sich auszutoben. Einfach Spaß haben. Weil jetzt mit verschiedenen Dynamiken, das finde ich auch interessant, dass man also... Aber dazu mehr, wenn es soweit ist, auf unsere Webseite schauen und für die Newsletter abonnieren und dann werden wir Bescheid geben, ab wann es die Jam-Tracks zu kaufen geben wird. So sieht's aus. Ja. Gebt uns doch bitte wieder Feedback, wie euch die Folge heute gefallen hat. Ja, gerne Fragen an uns auch, info@supergain.de. Könnt ihr euch gerne auch schicken, könnt ihr uns gerne auch schicken. Und wir freuen uns über Kommentare. Ja, wenn ihr Erfahrungen mit der Gitarre habt, gebt mir Tipps. Ja. Ich bin noch am Rumprobieren, aber ich habe es jetzt schon bei einigen Gigs gespielt und war echt angetan von dem Sound und auch vom Handling. Ja. Und auch zu Hause setze ich mich irgendwie gern hin und spiele akustisch. Ja. Das hat total was. Ja. Ja. Irgendwie. Schön, genau ein schönes Instrument, kann man nicht anders sagen. Gell? Gut. Cool. Danke. Ja. Gerne. Wir müssen ja dann bald eine rote Gitarre von dir mal. Ja, ja. Nee, ich glaube, als nächstes schauen wir uns mal meine, mein Baby an hier, meine Tom Anderson, die ich schon so lange Jahre mit mir rumschleppe und die mir treue Dienste geleistet hat. Das interessiert mich auch. Gut. Alles klar. Also, bis bald. Servus. Ciao.